Das Café Steffen war ein Wiener Kaffeehaus unter der Führung meiner Eltern. Das ganze alte Café ist praktisch im Container gelandet. Und du gehst in den Laden, übernimmst den und denkst, dass was 30 Jahre ein Brett war, hau ich einfach mal um und mach daraus Brennholz? Also das ist wirklich so naiv. Naja, ganz so schlimm, das muss ich erst mal sagen. Doch, es läuft ja nicht. Meinen Papa möchte ich auf alle Fälle stolz machen, ja? Dass er sieht, dass das nicht umsonst war, ja? Dass das weitergeht. Du musst kalkulieren. Das hättest du doch gestern machen können. Jetzt willst du das machen. Jetzt zwischen Kochen und Vorbereitung. Du hast doch den ganzen Abend gestern Zeit gehabt dafür. Ihr geht damit pleite, wenn ihr das nicht macht. Ihr geht pleite. Krise im Kurort. Sternekoch Frank Rosin zieht es heute nach Bayern, um im malerischen Bad Aibling einem Paar aus der Krise zu helfen. Im wunderschönen Bad Aibling bin ich jetzt. Petra und Niklas haben mich gerufen. Die betreiben hier ein Lokal. Meine Kollegen haben mir ein Video gemacht. Guck ich mir das mal hier an. Das Café Steffen war ein Wiener Kaffeehaus unter der Führung meiner Eltern. In dritter Generation ist Petra diejenige, die den Laden halt einfach mit einem anderen Konzept, mit einem anderen Aufbau weiterführen will. Das ganze alte Café ist praktisch im Container gelandet. Und Petra hat dann ein ganz anderes Konzept gemacht. Es ist immer schwierig. Es ist ein Drahtseilakt, wenn Geschäfte in die nächste Generation gegeben werden. Wenn der Inhalt des Geschäfts nicht weitergelebt wird und dadurch dann letztendlich auch ein Stück der Erfolg ausbleibt. Es gibt an jeder Ecke einen Kaffee, es gibt überall Kuchen. Und warum gibt es jetzt hier nicht irgendwo, wo ich gepflegt was Kleines, Feines essen kann mit einer tollen Barbegleitung? Die Gastronomen haben heute grundsätzlich das Problem, dass sie keine Zielgruppenanalyse machen in ihrer Stadt. Also was wird eigentlich wirklich gebraucht? Sie erfinden aus dem Bauch heraus sehr emotional eine Idee und sagen dann, das mache ich, da habe ich Bock drauf. Und fragen sich gar nicht, ob die Stadt das braucht. Ich habe das neue Konzept Steffens mit einem Partner gestartet. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass er wild um sich gedonnert hat mit Einkauf, Umbau, allem drum und dran. Ja, Schuldenberg ist mittlerweile, denke ich, 150.000 plus. Das ist natürlich eine Katastrophe, wenn ein Geschäftspartner, ein Kompagnon die Segel streicht und sagt, ich komme von heute auf morgen nicht mehr wieder, ich will mich damit nicht mehr befassen. Das ist krass. Dumm, einfach auch dumm, jemanden zu vertrauen und das war halt. Das tut mir jetzt auch gerade in der Seele weh, wenn ich sie so sehe. Sie hat weitergemacht, sie hat aufgeräumt und wir sind nach wie vor da. Ich kann nicht sagen, woher ich die Kraft nehme. Auf alle Fälle war ja zu der Zeit Gott sei Dank der Niklas schon da an meiner Seite, der mich da ganz arg unterstützt. Und wenn es nur mental ist, ja, das ist das Wichtigste eigentlich. Und somit rappelst du dich ja jeden Tag auf und sagst, so, geht weiter. Let me carry your burden. Also extrem traurige Situation. Meinen Papa möchte ich auf alle Fälle stolz machen, ja? Dass er sieht, dass das nicht umsonst war, ja? Dass das weitergeht. Wir stehen auch hinter ihr, wenn sie irgendetwas braucht. Es ist natürlich auch eine Verantwortung, diesen Generationsauftrag weiterleben zu können. Ich möchte jetzt mal wissen, was die so kulinarisch drauf haben. Die werden doch bestimmt eine Internetseite haben, ne? Da haben wir es doch. Sauerbraten, ausverkauft. Warum ist der ausverkauft? Burrito, ausverkauft. Curry Chicken, Glasnudeln, vegetarisch, Tonno. Vegetarisch mit Tonno. Tonno, Thunfisch? Warum schreibt sie denn nicht Thunfisch? Und Thunfisch ist nicht vegetarisch, ist pesketarisch. Kategorie Tageskarte. Aha, da haben sie so eine serbische Woche, okay. Salma, Cüveç Reis, Gemüseresti,
Cheeseburger, Irish Stew. Ja. Ich glaube nur, dass es schwierig ist, für einen Kunden eine Orientierung zu finden. Wenn das bei jeder Bestellung eine Wundertüte ist, ist das ein Hemmschuh. Balkan to go. Bin gespannt, ob das auch so schmeckt. Apropos, es ist angerichtet. Hello. So, danke. Die angelieferten Speisen aus dem Steffens scheinen ordentlich verpackt zu sein. Aber kann die serbische Kost den feinen Gourmet-Gaumen kitzeln? Ich fange einfach mal an, so wie es steht. Hier haben wir einen gemischten Salat. Der sieht eigentlich ganz akkurat aus. Aus einer Mittagessen-Lunch-Situation ist das so wirklich in Ordnung. Kommen wir zu Sarma. Das schmeckt richtig gut. Sehr lecker. Oh, sehr lecker, ich bin bekloppt. Nur lecker. Julekreis. Ist eine Kunst. Das Balkan-Risotto, sozusagen. Könnte ich auch so aufessen. Also, wirklich, richtig, richtig gut. Kommen wir zu der serbischen Bohnensuppe. Also, Bad Aibling. Warum esst ihr denn hier nicht? Warum holt ihr euch euer Essen nicht? Soweit ich mich erinnern kann, sind das die drei wirklich am besten gekochten Speisen beim ersten Kennenlernessen bei Rosins Restaurants. Richtig, richtig gut. Bin total begeistert. So, Strudel. Also wenn da vom Papa nicht die Hände mit im Spiel sind, da weiß ich auch nicht. Das ist wie purer Apfel. Ich habe gar keinen Teiggeschmack. Und das ist großartig. Jetzt packe ich mal zusammen, fahr runter, lerne die beiden kennen und dann sehen wir weiter. Ei, oh, let's go. Ei, oh, das ist Steffens. Cool. Ei, oh. Doch wo sind die Betreiber Petra und Niklas? Keiner da. 10 nach 2. Seit 14 Uhr ist Pause. Steffen, Petra, hallo? Ja, schönen guten Tag. Ich habe 30 Mal Schweinebraten bestellt. Wollte das abholen, jetzt ist hier keiner. Dr. Rose is in the house. Ja, genau. Ich stehe vorm Laden, komm mal vorbei. Okay, bis gleich. Wollte zu verarschen, ist mir nicht gelungen. Einen kleinen Moment muss sich der Sternekoch gedulden. Aber dann eilt die schlagfertige Petra mit ihrem Liebsten ums Eck. Beide hatten keine Ahnung, dass Frank Rosin heute eintrifft. Ja. Sollen wir mal reingehen? Dankeschön, Dankeschön. Sieht gut aus. Das ist es also, das Steffens in Bad Aibling. Ein einladendes und geschmackvoll eingerichtetes Lokal. Also, warum bleiben hier die Gäste aus? Nett, die beiden, oder? Der Laden ist schön eingerichtet, es ist liebevoll gemacht. Sie wissen ja noch nicht, dass ich ihr Essen gut finde. Das werde ich denen jetzt auch noch nicht sagen. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass sie mit so einer gewissen Anspannung leben können. Und vor allen Dingen, wie sie das, was jetzt kommt, gleich verarbeiten. Praktisch. Denn was Petra und Niklas nicht wissen, 7 VW-Busse voller hungriger Insassen sind in diesem Moment auf dem Weg zum Restaurant. Das Testessen kommt also in Gestalt einer Bulli-Parade daher.